Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV und willkommen im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, dieses Jahr wird besser und ich hoffe, ihr seid auch gut ins neue Jahr reingerutscht. Ja, heute geht es um die meistbenutzte Währung der Welt, einer der meistbenutzten, einer der wichtigsten Währungen der Welt, eine Währung, die in jeder Sammlung von Banknotensammlern vorhanden sein muss und aus einem Land, was sich oft für den Weltpolizisten hält. Und ihr habt schon an den Scheinen gesehen, es geht um den US-amerikanischen Dollar. Ja, es ist eines der ältesten Währungen, eines der meistbenutztesten Währungen der Welt und auch einer der ikonischsten Währungen der Welt. Keine Währung der Welt ist so cool, dass ich selbst Nichtsammler diese Währung zu Hause an den Kühlschrank pinne, dass ich welche den als Glücksbringer, als Talisman ins Portemonnaie stecken. Keine Währung der Welt ist so beliebt. Das hat natürlich auch viel mit den berühmten 1-Dollar-Scheinen zu tun aus dem Film und dem Hauch Wild West, den er mitbringt. Ja, wir wollen heute in diesem Video mal gemeinsam die Geschichte des US-Dollars betrachten, die Besonderheiten, die es gibt, zum Beispiel aus der Nordafrika-Expedition im Zweiten Weltkrieg oder Hawaii und was es mit den verschiedenen Siegeln auf sich zu tun hat. Zuerst einmal zu der Geschichte des US-Dollars. Die hat angefangen bereits sehr, sehr früh im 18. Jahrhundert, als der damalige Staat sich gedacht hat, ja, wir brauchen jetzt eine eigene Währung. Damals war es ja noch Kolonie, britische Kolonie, und man hat sich damals als Währungsname nicht etwa für den Schilling entschieden, wie er damals in Großbritannien bzw. im britischen Königreich vorhanden war, sondern man hat sich für den Dollar entschieden. Ein Wort, was aus den deutschen Taler kommt und daher auch Taler bedeutet. Jedoch in Dollar auf Englisch übersetzt und so wurde der Dollar geboren. Damals gab es auch ganz, ganz lustige Sachen mit dem Dollar. Es gab unter anderem Scheine zu 4 Dollar, zu 3 Dollar, zu 3,5 Dollar. Also es gab richtig interessante Sachen. Jeder Bundesstaat hatte damals seine eigenen Scheine. Nicht etwa so wie jetzt hier, wo das Design gleich ist, sondern wo dann zum Beispiel sehr groß drauf stand Bank of Kentucky oder Bank of New York oder so. Meine, damals hatten die sogar andere Designs. Und das hier ist, dieser Schein geht auf ein Design der Dollarbanknoten von 1934 zurück und war bis 1995 ausgegeben worden. Jetzt haben wir hier ein Exemplar von 1990. Es ist auch einer der unspannendsten Währungen, was vom Aussehen her was mitgeht, denn das Design wurde einfach fast nie verändert. Ja, der Dollar wurde in beiden Staaten, damals gab es ja Südamerika, also Südstaaten, gab es zwei unterschiedliche, die konföderierten Staaten hatten andere Scheine als die anderen und ja. Später dann, 1899, gab es dann den ersten einheitlichen Dollar. Und zwar den Silberdollar, der Large Size Dollar. Den möchte ich euch natürlich auch gerne zeigen. Ich wollte ihn nur nicht aus der Hülle rausholen. Daher zeige ich ihn euch jetzt mal hier im Album. Und zwar der Large Size Dollar von 1899. Mit der Besonderheit zwei Präsidenten. Übrigens wirklich riesige Banknote im Vergleich zum 1-Dollar-Schein, zum gewöhnlichen 1-Dollar-Schein viel größer. Und ja, ausgegeben 1899 als ein Silberdollar. Was ist ein Silberdollar? Ja, der Silberdollar bedeutet im Endeffekt nur so viel, dass man für einen Silberdollar, also sprich diesen Geldschein, auf die Bank gehen konnte und einen Silberdollar als Münze bekommen hat. Das bedeutet so viel, ja, die Bank hatte für jeden gedruckten Dollarschein einen Silberschein vorhanden. Also jeder Silberschein entsprach einer Silbermünze. Und das nennt sich Parität, nämlich dass die Währung gekoppelt ist an ein gewisses Edelmetall. Da gab es noch durchaus den Golddollar, da gab es zum Beispiel 20 Golddollarscheine. Dafür hat man dann eine 20-Gold-Dollar-Münze bekommen. Oder halt für 1 Silberdollar hat man dann halt eine Silber-Münze
Münze bekommen als 1 Dollar. Das heißt, die wurden sozusagen gekoppelt. Ja. Dann wurde lange Zeit sehr oft gewechselt, das Design. Und irgendwann hat man sich gedacht, ja, wir haben jetzt so viele Siegel. Es gab das braune Siegel. Das braune Siegel, da habe ich leider keinen Schein da, aber das braune Siegel war hauptsächlich von Schein von einzelnen Staaten. So hatte zum Beispiel New York, Kentucky, Wisconsin und so eigene Scheine rausgebracht, wo dann drauf stand, die und die Landesbank hat diesen Schein rausgebracht. Und in dieser Stadt, und da gab es dann, wenn man das jetzt an den als Beispiel nimmt, ähnlich wie dem Design, dass halt hier statt diesem B halt stehen würde, Kentucky, dann die Hauptstadt von Kentucky, dann das Jahr 1928, dann gab es hier statt dem grünen Siegel, was erst seit 1934 in Gebrauch ist, gab es dann da ein braunes Siegel und ansonsten recht unverändert. Parallel dazu wurde dann irgendwann ein rotes Siegel rausgebracht. Das war dann der erste einheitliche US-Dollar. Der erste einheitliche im Sinne davon, kein direkter Staat hatte das Recht, hier seinen Namen drauf zu drucken. Heutzutage ist das hauptsächlich beim 1-Dollar-Schein der Fall, dass da der Staat drauf ist, früher bis zum 100.000er. Ja, ist hier das Besondere? Diese Scheine sind trotz, dass sie wie ein roten Siegel sind, heute noch gültig, während die Silberdollar eigentlich nicht mehr so gerne gesehen werden. Auch die mit braunen Siegel sind noch gültig. Aber dazu gleich später noch mehr. Genau. Das jetzt hier ist eine Ausgabe von 1928 mit den sogenannten roten Siegel, was halt ausgegeben wurde, damit kein eigener Staat das Recht hat. Trotzdem wurde hier im Suffix gemerkt, welcher Staat die Banknote bzw. welche Bank den ausgegeben hat. Welche Landesbank? Hier ist es A. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, A ist Washington. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ja. Ach nee, es ist G. G. Ja, G. Kleiner Fehler am Rande. Genau, der erste Buchstabe der Banknote gibt an, welcher Staat es ist, und der Suffix, welche Serie. Das heißt, es ist der Staat G. Guck ich mal, ob ich jetzt hier einen liegen habe mit G, dann könnte ich es euch gleich sagen. Natürlich nicht. Also kann ich euch nicht sagen, aus welchem Staat er ist. Auf jeden Fall Buchstabe G. Auf der Rückseite haben wir hier, also hier haben wir den Präsident Lincoln. Übrigens, das Design von diesem Schein wurde bis 1995 beibehalten und nicht verändert. Bis auf natürlich, dass hier steht, dann das hier das Siegel ist, das grüne, und hier dann der Buchstabe des Landes. Genau, auf der Rückseite haben wir hier das Lincoln Monument drinne, das Lincoln House, und ja. Genau. Was hat sich auch noch geändert? Geändert hat sich, das kann man sehr gut bei den 1 Dollar sehen. Ach nee, das machen wir beim 10 Dollar dann nachher. Ja, genau. Es ging weiter, weiter, weiter. Irgendwann kam der Zweite Weltkrieg. Und die USA hat dann irgendwann gedacht, ja, wir geben jetzt unseren Soldaten statt den normalen Dollar einen Dollar mit dem gelben Siegel mit. Das sogenannte Yellow Seal. Nicht zu verwechseln mit dem Golden Seal für den Golddollar. Der wurde nur bis 1928 ausgegeben. Der hier wurde 1942 ausgegeben. Ähnlich wie dieser Schein hier. Zu dem kommen wir aber natürlich später. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um ein 10-Dollar, ein Silberzertifikat. Und zwar wurde er so ausgegeben, dass halt die Soldaten, die damals nach Nordafrika zum Krieg gereist sind, die diesen Schein dann hatten als Währung, der dann anerkannt wurde, und der wurde nur dort akzeptiert und konnte dann in der USA umgetauscht werden. Wir haben jetzt hier den 10 Dollar, hier ähnlich wie bei den normalen Silberdollar, da können wir jetzt mal den 1 Dollar nehmen. Ist hier natürlich zu sehen, dass hier das Zeichen ist, hier der 1 Dollar, hier etwas gräulich, hier blau, und das Siegel ist hier gelb, während das hier das blaue Siegel ist. Ja. Um gleich nochmal den Übergang zu kriegen. Auch hier die Rückseite ist natürlich mit den sogenannten
Gebäude. Das ist auf allen Scheinen gleich bis 1900. 95. Um als, das jetzt mal als Vergleich zu kriegen, was sich denn überhaupt geändert hat 1954, ist tatsächlich nur In God We Trust. Wir vertrauen in Gott. Das wurde erst 1954 auf die Banknoten gedruckt. Ja, es geht weiter mit etwas anderem, auch recht besonderem, nämlich ein 1-Dollar-Schein aus Hawaii. Es ist ein 1-Dollar-Schein, der auch ausgegeben wurde, ähnlich wie der 10-Dollar-Schein von der Nordafrika-Expedition. Und zwar wurde der ausgegeben für Hawaii, für eine bevorstehende eventuelle Invasion der Japaner auf Hawaii, damit die Japaner nicht in Besitz von sehr vielen US-Dollar kommen, weil ja schon damals der US-Dollar eine sehr, sehr beliebte und feste Währung war und damals einer der meistgefragtesten Währungen ist, mit der du überall bezahlen kannst, auch heute noch. Zum Beispiel in Berlin gibt es einige Geschäfte, die tatsächlich auch einen Kurs an der Seite haben, wo dann steht, der und der Dollar gegen das und das. Schon krass, ne? Auf jeden Fall wurde der dann ausgegeben. Das Besondere ist, dass erstmals nach 1928 mal wieder Scheine ausgegeben wurden mit braunem Siegel, wie man hier sieht, was halt der Unterschied war. Dann mit brauner Seriennummer sowie den Aufdruck an der Seite Hawaii, auf beiden Seiten Hawaii. Und auf der Rückseite steht nochmal ganz groß drauf Hawaii aufgedruckt, wie man hier sieht. Ja, so viel zu Hawaii. Übrigens auch hier das Besondere. Die Serie ist nicht komplett, sie gibt es bloß zu 1 Dollar, zu 5 Dollar, 10 Dollar und 20 Dollar. Ja. Was wollen wir uns jetzt noch angucken? Jetzt gucken wir uns nochmal die Scheine an. Ich habe leider keine aktuelle Serie da, sondern nur die älteren. Aber hier können wir natürlich auch gerne mal vergleichen. Und zwar, das hier ist ein Design, was nur von 1999 bis 2003 gedruckt wurde. 2006 kam dann die heute aktuelle Serie, die bis heute unverändert ist. Das heißt, 15 Jahre dieselbe Banknote, davor noch länger. Ansonsten haben wir jetzt hier das große Präsidialbild, hier das kleine Präsidialbild, hier mit Startmarkung im Kreis, wie bei den heutigen 1-Dollar-Scheinen, der auch unverändert ist, seit 1900. Jetzt muss ich überlegen, 1960er Jahre unverändert ist. Und hier ist das große Präsidentenbild, das Siegel ist weiterhin grün. Statt der Ländermarkung hier haben wir das Siegel der USA. Ja, auf der Rückseite ist dasselbe Gebäude. Hier in einer etwas seitlicheren Ansicht, hier in der Frontalansicht. Auf den 20-Dollar-Schein haben wir das Weiße Haus abgebildet. Ich habe jetzt zwei verschiedene 20-Dollar-Scheine hier aus irgendwelchen Gründen liegen. Einmal hier mit New York. Und einmal hier mit Ohio, Cleveland. Genau. Hier auf der Rückseite haben wir das Weiße Haus abgebildet. Was heute auch in einer anderen Ansicht auf dem Banknoten drauf ist, aber wie gesagt, ich habe keinen aktuellen, deswegen kann ich es euch leider nicht zeigen. Ja, dann haben wir hier noch einen 5-Dollar-Schein von 1999 und dann den älteren. Was dann natürlich anders ist, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass das jetzt hier ein grünes Siegel ist. Und beziehungsweise dass hier das grüne Siegel ist. Irgendwie ist das doof hier zum Vorstellen, aber ich habe keinen normalen 5-Dollar-Schein von den älteren. Aber auch auf der Rückseite gibt es hier Änderungen. Mir persönlich gefällt natürlich die ältere Serie besser. Nun zur letzten Frage, die mir oft gestellt wird: Warum sind 2-Dollar-Scheine so selten? Jetzt kommt der Plot-Twist, sie sind nicht selten. Sie werden nur weniger ausgegeben, da sie halt hauptsächlich von Sammlern gesucht werden. Aber hauptsächlich sind tatsächlich die nicht im Umlauf. Also natürlich findet man sie im Umlauf, aber nicht so häufig, denn sie werden hauptsächlich ähnlich, wie zum Beispiel diesen Fehlschnitt, werden einfach von den Banken verkauft und an Touristen. Also zum Beispiel in den USA kriegst du den hier für 3 Euro. Also 3 Dollar oder 4 Dollar. Den kriegst du hier, diesen Fehldruck in der USA, 5 Dollar das Stück. Ja, das heißt, da hat sich die Bank gedacht, ach, wir nutzen das mal, bringen den 2 Dollar weiterhin raus,
Aber wann wurde der letzte 2-Dollar-Schein ausgegeben? Der 2-Dollar-Schein in diesem Design hier wurde 1976 ausgegeben, als Gedenkbanknote zu 200 Jahren USA, also nach der Unabhängigkeitserklärung, die 1976 nach den Unabhängigkeitskriegen entstand. Und auf der Rückseite haben wir dann auch die Unterzeichnung drauf. Ja, und da wurde halt dann die 2-Dollar-Note erstmals wieder als Gedenkbanknote ausgegeben. Ansonsten war auf der Rückseite auch nur irgendein langweiliges Gebäude drauf. So. Und seitdem ist seit 1976 auch der 2-Dollar-Schein unverändert und ist eigentlich keine seltene Banknote, nur man findet sie nicht so häufig. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist heute ein bisschen längeres Video. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV und bleibt bitte alle gesund.